Europa? Was wünschen wir uns für die Zukunft des Europas? Was für eine Rolle spielt das Europäische Parlament oder was für eine Funktion hat es? Das sind Fragen, die in der Debatte hier aufgekommen sind und die würde ich gerne in meiner Rede beantworten. Aber ich möchte meine Rede dann weiter beginnen, indem ich das anknüpfe, was wir gerade eben gehört haben, auf Seiten der, von den Schlussrednern der Schlussrednerin der schließenden Regierung. Sie hat gesagt, wir wollen die Frage, die ganze Regierung hat es gesagt, wir wollen die Frage über die EU, auch wie die EU überhaupt wollen, aus der EU raushalten. Und wir auf Seiten der Opposition sagen ganz klar, das ist doch absolut seltsam. Die Frage, ob wir überhaupt eine EU wollen, ist doch die entscheidende Frage für die EU. Und deswegen sollten wir natürlich auch darüber handeln, gerade in diesem wichtigen Gremium, was ja auch gesagt wurde, das Einzige, was demokratisch legitim ist, wir wollen es hier nicht raushalten. Deswegen sind wir auf Seiten der Opposition und damit wir auf Seiten der schließenden Opposition dafür, dass wir eben, dass wir das gerade das Parlament nutzen wollen, um eine EU für die Menschen zu sein, mit Anknüpfung an die Bürger und nicht hier getrennt und abgehoben entscheiden. Wie verlief nun die Debatte? Nun kam die eröffnende Regierung, hat gemeint, wir haben ein Problem, wir haben nämlich zu viele europapolitische Parteien, deswegen wollen wir sie einfach alle rausschieben. Dann sagen wir, naja, so einfach geht das nicht. Warum haben wir denn, also erstmal hat hier Christian richtig gesagt, so stark sind diese Parteien gar nicht. Das sind 30% im Moment. Und wir haben eine problematische Lage. Wir sind, gerade in einer Wirtschaftskrise. Wir haben, das heißt, die EU ist gerade hier angespannt. Wenn dann die Parteien, dann ist es natürlich, dass die europapolitischen Parteien größer kommen. Das heißt, wir sind in einer angespannten Lage und trotzdem haben wir nur 30%. Und dann auch ganz wichtig, dass man hier auch unterscheiden muss zwischen denjenigen, die tatsächlich komplett gegen die EU sind, die irgendwie nur die Teil der AfD irgendwie einfach den Euro abschaffen wollen. Das hat er ja auch ganz wichtig erkannt. Also so schlimm ist das mal gar nicht. Aber dann die entscheidende Frage, dann danke, warum sind denn diese Parteien da? Und vor allem die wichtige Frage, warum sind diese Parteien denn so stark? Und da hat Christi ganz ordentlich angefangen zu sagen, naja, das ist, warum die jetzt so einen Zulauf bekommen haben, warum sie so stark sind, ist, weil die Parteien es nicht unbedingt schaffen, die Bürger irgendwie zu gehen. Der entwickelt sich ein bisschen Selbstlauf, wir haben viel zu viel Bürokratie, da werden Entscheidungen getroffen, die Bürger hier nicht nachvollziehen können. Und dann werden Parteien, die sagen, die gegen Europa hetzen, dann werden die natürlich sehr viel stärker. Und hier hat Christian angeknüpft mit einem ganz wichtigen Punkt, dass wir diese Parteien nicht nur, dass wir diese Parteien, also dass das Problem nicht nur etwas einfach nicht beurteilt wurde hier von der Regierung, sondern dass hier nämlich auch ein Feindbild geschaffen. Die Öffentlichkeit hat ganz richtig gesagt, dass wir die auch brauchen, irgendwie selbstkritisch hier reinzukommen. Was passiert aber eben, wenn viele Menschen, die europakritische Parteien gewählt haben, nicht weil sie komplett generell gegen die Idee Europa sind, sondern sie sind vielleicht gegen die Umsetzung von Europa, dass jetzt irgendwie Duschköpfe und Gurkengrößen oder Formen irgendwie bestimmt werden, dass sie eben das nicht ganz, dass hier irgendwie der Kontakt verloren gegangen ist. Und was passiert aber jetzt, wenn ich ausgeschlossen werde aus Europa? Und da haben wir das Klasse, nein, danke. Dann entwickelt sich nämlich, dann fühle ich mich ja erstens, haben die dann keine Resonanz mehr in der dort, dann können sie sich nicht darüber ausdrücken. Und dann fühlen sie sich, was Philipp angedeutet hat, sie fühlen sich vor den Kopf verstoßen und sie fühlen sich aber eben nicht mehr akzeptiert, sie fühlen sich nicht wiedergespiegelt, sie fühlen sich nicht ernst genommen. Und dann werden die eben, dann wird auf einmal Europa, was irgendwie meine Rechte bestimmt, was bestimmt, wie ich reisen soll oder was ich eben für Durchgriffe haben darf, die über mich bestimmen, die darf ich jetzt irgendwie nicht mehr mitwirken, die nehmen mich nicht ernst. Und dann kommt eben dieses Bild und dieses Feindbild und dann werden diese Parteien noch mehr Zulauf bekommen. Dann werden diese Leute immer mehr werden, die irgendwie an sich jetzt grundsätzlich die EU nicht schlecht finden, aber vielleicht in ihrer Umsetzung, wenn sie dagegen mitwirken würden. Aber das dürfen sie jetzt nicht und dann wählen sie EU-feindliche Parteien. Ja, wir haben aber leider das Problem, dass diese Menschen das nicht vielleicht selber genau differenzieren können, was will ich denn jetzt genau. Weil wir dann irgendwie auch und dann wählen sie. Und dann wählen sie aber halt eben feindliche Parteien, weil sie vielleicht mit ganz mit solchen starken Punkten genau ja, gegen sprechen. So, dann wurde hier viel geredet über das Parlament und was die Funktion des Parlaments sein soll. Und da kam auch von der öffentlichen Regierung ja einmal die sagen, ja, was ist denn jetzt, wenn der Vizevorsitzende vom Parlament irgendwie europakritisch ist, das schwächt uns auch von der Außenwirkung her. Und dann sagen wir, nein, das ist gerade gut, weil dann sehen die Menschen eine so gute Position, die spiegelt vielleicht meine Meinung wieder. Ich bin irgendwie vertreten in dem Parlament. Und dann ist meine, Unterstützung für das ganze Modell eben. Was haben wir aber noch, also was haben wir, es kam noch von beiden Seiten der Opposition her. Nun, hier ist das Parlament muss unbedingt handlungsfähig sein, es muss funktionsfähig sein. Und das geht nicht, wenn man da irgendwelche Leute hat, die das blockieren. Und da hat Christian richtig gesagt, das Parlament ist nicht wie in Deutschland dafür da, möglichst viele Gesetze zu erlassen. Das Parlament ist viele EU-Institutionen, die Gesetze, die das Initiativrecht haben, die hier ein sehr wichtiger Handlungsspielraum sind, was nicht so stark in Deutschland ist. Das Wichtige in Europa ist eben, dass in dem Parlament
die Europabürger wählen und hier eben ihre Repräsentanz finden und hier ihre Repräsentation finden. Und da ist es eben genau wichtig, dass wir auch eine Widerspiegelung der Wähler haben, der Wähler spielen. Das ist derjenige, der irgendwie glücklich ist, dass er sich dort wiederfindet. Dass er eben, dass dort dieses Feindbild auch irgendwie geschwächt wird. Man nimmt diesem Gefühl ja auch den Wind, die Luft ein bisschen aus dem Wind. Wenn man selber da redet, wenn man selber seine Plattform hat, man sieht derjenige, der meine Meinung vertritt, der kann da mal reden, der kann meine Meinung vertreten, dann wird dieser Kritik auch irgendwie Luft aus dem Segel genommen. Jetzt haben wir 30% Eurokritiker. Wenn wir aber die Krise, in der die EU steckt, nicht jetzt lösen, weil das Parlament nicht handlungsfähig ist, dann haben wir beim nächsten Mal 50% und dann wird die EU aufgelöst. Okay, also erstens habe ich ja schon gezeigt, dass die eurokritischen Parteien auch stärker werden, wenn wir sie weiterhin irgendwie ausschließen wollen und sagen, ihr dürft nicht dazu. Da kommen wir dann auch zur schließenden Opposition, die gemeint haben, ja, also wenn wir die entscheidende Frage der Situation haben, zwischen, also wenn so eine Aufteilung ist, man muss jetzt sozusagen in einer großen Koalition schließen von SPD und CDU oder Konservativen und sozialen Parteien, dass sie dann irgendwie handlungsunfähiger sind, weil sie sich die ganze Zeit mit der anderen Seite auseinandersetzen wollen. Dann sagen wir erstens, naja, also wenn das ja offensichtlich die größte entscheidende Frage der EU gerade ist, ob wir die EU wollen oder nicht, dann ist es erstmal wichtig, richtig, dass es hauptsächlich sich mit der auseinandersetzt. Auch sonst Minimalkonsens. Minimalkonsens, auch damit schaffen wir es, die EU zu retten, weil wir haben trotzdem eine große Mehrheit, die EU eben weiterbringen soll. Das heißt, auch hier werden sie im Minimalkonsens die wichtigen Sachen durchbringen. Und zu diesem letzten Punkt, diese seltsame Dinge, wir wollen und das sind auch die beiden Clashpunkte, wir wollen die Debatte über die EU raushalten, sagt die Regierung, die Debatte über die EU aus der EU raushalten. Und wir auf Seite der Opposition sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen eine Europa der Menschen, wo die Sorgen und die Bedenken eben aufgefangen werden und auch wieder gespielt werden in dem Parlament. Denn was ist die EU? Das ist doch die wichtige Frage. Die hat die Opposition richtig, bestimmt aus vielen kulturellen Unterschieden. Und wir wollen die EU, denn sie sichert Frieden und sie sichert und sie ist wichtig für unsere Bürger. Und da wollen wir eben nicht nur, dass eine EU von den 73%, sondern wir wollen alle haben und alle mitnehmen, damit wir größer werden, damit wir stärker sind, damit wir stärker, wenn wir zusammen sind und mehr Länder haben. Deswegen wollen wir nicht, dass Frankreich jetzt aufhört. Vielen Dank an euch alle.